Herzlich willkommen zu einem neuen NTAU-TV-Video. Ich bin euer Moderator, der Dennis Mepiel. Und ja, willkommen zum Mario Kart 8 Abend am 9. April. Und heute ist ein besonderer Tag, denn wir veranstalten heute auf NTAU den NTAU Frühlingscup. Der beginnt jetzt gleich um 20 Uhr. Und das Besondere ist aber, der gibt es natürlich bis 22 Uhr. Und die ersten drei Platzierten gewinnen schöne Preise. Der erste Platz gewinnt zum Beispiel ein Wii U Wunschspiel. Der zweite Platz gewinnt, ich muss mal kurz nachgucken, ich bin mir mal so unsicher, natürlich ein Merchandise-Paket, ein geheimes und eine Amiibo-Figur nach Wahl und der Drittplatzierte ein geheimes Merchandise-Paket. Und ja, ich fahre jetzt in dem ersten Video jetzt mit, kommentiere ein bisschen und dann werde ich noch ein zweites Video aufnehmen, wo ich ebenfalls noch eine andere Gruppe joinen werde und dann ebenfalls das Geschehen kommentieren, mitfahren werde und fluchen und was auch immer. Und jetzt sind es noch 40 Sekunden bis zum Start. Ich würde sagen, natürlich, wenn ihr das Video seht, ist der Gewinner schon bereits bekannt, ja. Aber es geht ja darum, dass ihr nochmal so ein bisschen, nochmal die Einblicke des Abends seht, weil das kam bis jetzt immer sehr gut auf NTAU an. Und da letztes Mal überraschenderweise sehr viel, eine sehr große Beteiligung dabei gewesen ist, haben wir uns entschlossen, ja, dann veranstalten wir das doch diesmal in Kooperation mit Nintendo mit fetten Preisen. Und ich würde sagen, in 10 Sekunden fängt es an und dann drücke ich hier auf Mitspielen. So, ich muss mal kurz jetzt hier ein bisschen umgucken, denn ich habe hier nebenbei noch den NTAU-Chat offen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit, liebe Leute. Okay, doch nicht. Jetzt. Okay, ich gehe nochmal ganz raus. Ja, das ist immer der Vorführeffekt. Jetzt aber. So, bitte warten. Jetzt sind wir dabei. Ich fahre immer gerne Rosalina. Mit dem Kart. So ein Setting, das habe ich mir halt so angewöhnt, so wie ich halt gerne fahre. Ja, und ich will nicht sagen, ich bin jetzt nicht schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht besonders gut, denn ich bin eher so mittelmäßig. Also gegen die Besten der Besten werde ich sicherlich keine Chance haben, aber ich darf ja auch nichts gewinnen heute. Falls ich wirklich in den ersten drei sein sollte, was wirklich unwahrscheinlich wäre, dann dürfte ich natürlich nicht gewinnen, dann wird natürlich der andere Platz vorgezogen. Aber das wird heute Abend nicht passieren. Also, das ist ein Szenario, das wird nicht vorkommen. Ja. Gut. Ich fand es besonders toll, den Kommentarbereich hat man schon einen großen Andrang gemerkt. Also, allein schon Erinnerungsnews sind schon wieder über 50 Kommentare jetzt gefallen. Und das ist wirklich, was mir wirklich sehr gut gefällt. Das merkt man, dass die Aktionen gut ankommen. Aus dem Grund werden wir das auch öfters machen. Eventuell vielleicht auch mal mit einem anderen Spiel. Ich meine, Splatoon steht ja noch vor der Tür. Und das dauert gerade ziemlich lange. Suche nach Spielern. Das schreit doch ziemlich nach einem Fehlercode. Na? Komm. Ah, schau beim Warten zu. Mach dich bereit. Okay, das heißt, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen warten. Aber wir joinen auf jeden Fall dazu. Das Gute ist, CPUs sind erstmal eingestellt. Das bedeutet, ja, weil halt CPUs eingestellt sind, weil manche haben gesagt, da kann man ja leichter in eine kleine Gruppe reinkommen, leichter Punkte sammeln. Na, ist ja gut, dann stellen wir jetzt CPUs ein, damit es halt ein bisschen fairer ist. So, jetzt schauen wir hier noch ein bisschen zu. Ich meine, hier können wir ein bisschen rumswitchen und so. Voll cool und so. Yay, Party Hard, Player. Da scheinen wahrscheinlich welche ihre Freunde, Familienmitglieder, was auch immer eingeladen zu haben, um fleißig Punkte zu sammeln. Na, was auch immer. Ja. Ich würde euch empfehlen, also natürlich an die ganzen YouTube-Zuschauer da draußen, wenn ihr so Aktionen nicht verpassen wollt, dann guckt auf jeden Fall öfters bei ntaou.de vorbei, denn da werdet ihr immer sofort informiert. Natürlich wollen wir versuchen, auf YouTube ebenfalls euch da schnellstmöglich zu informieren. So, jetzt haben wir hier gerade einen schwarzen Bildschirm. Na? Hat sich die Wii U aufgehangen oder ist alles noch Paletti? Na? Ah, da geht's wieder. Ja, ich hatte gerade schon die kleine Befürchtung gehabt, dass was nicht geht. Oh, da sind welche hier dabei. Einmal ein namens Janis, dann einmal Josie, dann. Oh, jetzt Tommy, den Camper doch von NTAU. Und Malte. Ja. Gut, ich würde sagen, die Kumu-Weide wähle ich aus, denn die Kumu-Weide ist geil, besonders wegen den Tracks, also wegen dem Soundtrack. Der ist echt nice. Ja.
So, das erste Video wird so circa 30 Minuten gehen. Ich hätte mal ein Fenster vorher zumachen sollen, weil jetzt hört man das Flugzeug draußen. Egal. So, jetzt starten wir. Ich muss immer ernsthaft davor überlegen, wie gebe ich eigentlich Gas? Das ist immer so ein First-Gamer-Problem, wenn man irgendwie, ich weiß, wie der Anfang starten soll. Aber ich weiß, wie es geht. Und? Ah, die Instrumentalpiste. Oder wie soll man heißt. Ja, jetzt beginnt's. So. Dann mal viel Glück euch allen, die da mitspielen derzeit. Malte, It's Tommy und so weiter und Josie. Ihr könnt euch ja bemerkbar machen im Kommentarbereich von wegen, ja, du hast meinen Namen gesagt, juhu, ich bin so stücklich. Dann erwähnt das ruhig. Auf Entau findet alles seinen Platz. Außer natürlich Spammereien und andere sonstigen komische Kommentare, die wir ignorieren oder halt eben wieder verwarnen, wenn es unangebracht sind. So, jetzt haben wir hier eine Bombe. Und ich überlege gerade, was ich mir da machen soll. Natürlich habe ich die Teile ins Außendings befördert. Dennis ist wieder so klug, so klug, so klug. Ey! Go, 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 go! Ey, da hatte mir echt... Was war das? Ich hab nicht gerade genau aufgepasst, was für ein Panzer. Aber ich meine, auf jeden Fall ein Panzer mir ins Heck geknallt, ja? Und da bin ich... Da werde ich echt sauer. Gut. Jut. So, ich bin Fünfter. Von... Ja, natürlich 12. Aber ich würde interessieren, von wie vielen CPU-Spielern. Ich traue mich gerade nicht, auf mein Gamepad zu gucken. Bin gerade ein bisschen schüchtern. Nee, ich will einfach mich gerade ein bisschen konzentrieren drauf. Denn wie ihr schon in einem anderen Video gemerkt habt, zu Mario Kart 8, ich kann trotzdem viel labern, während ich zocke. Aber ich habe manchmal auch so kleine Konzentrationsschwierigkeiten. Oh, das habe ich doch ganz gut hinbekommen. Naja, so, jetzt hat mich gerade ein CPU-Spieler, nehme ich mal an, überholt. Ah, hey, piep, 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 die Hupe. Was ich lustig fand, als erstmal Mario Kart 8 gezeigt wurde, hat man ja echt befürchtet nicht gehabt, dass die Hupe echt so ein Spamming generell, dass es sehr überhand gewinnen wird und laut und... Aber wiederum, weißt du, das ist doch ziemlich reduziert alles passiert und ja, Nintendo hat es, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie die Lautstärke ein bisschen reduziert haben, aber es ist doch nicht so nervig, wie man vorher dachte irgendwie. Ich habe nur 5 Münzen. Oh nein, jetzt habe ich auch noch das verpasst. Nein. Ah. Na, kann ich wenigstens so ein bisschen was rausholen? Nein. Nein. Ja, überhol mich noch, ey. Das gibt's doch nicht. Oh, 6. Platz. Das fängt echt schon mal richtig gut an. Nicht. Ja, toll. Ich bin eigentlich von den richtigen Spielern, ja, 6. Wow. Wow. Also ich meine letzter halt. Na super, fängt ja echt schon mal geil an. So, okay. Oh, jetzt sind wirklich einige dazugekommen. So, Scamobird ist noch dabei. Jadrigla, Rendern, Pierre, Marius und Malte. Also Malte war ja vorher, glaube ich, schon da. Egal, hallo, hey, so, jetzt starten wir... Eine neue Runde, neues Glück. Und. Ja, die Yoshi-Pizza. Natürlich bekannt von Mario Kart Double Dash für den GameCube. Ich meine, der Teil war echt nice, den habe ich echt sehr gerne gespielt. Das war echt cool, ja. Wo noch 2 Fahrer in einem Kart waren. Ich habe das mit meinen damaligen Kumpels immer so durchgezuchtet. Und ich habe auch mit Pascal Hartmann aus unserem Team ordentliche Partie mal. Abgeliefert. So. Ja, komm. Starte. Yes. Ich habe immer so eine leichte Befürchtung, dass ich immer gleich rausgeschmissen werde. Aber, weil bevor das Turnier gestartet hat, beziehungsweise bevor ich die Aufnahme gestartet habe, habe ich noch 1-2 kleine Probematches gemacht. Und ja, das... Shit. Ich bin einmal rausgeflogen, da ist ein Fehlercode. Es läuft gerade nicht so bei mir in Mario Kart 8. Ich glaube, es lief bei mir insgesamt nie so richtig. Oder ich bin einfach gerade mit zu guten Spielern gerade drin. Aber naja. Wenigstens kenne ich Düse. Abkürzung. Wow.
Gut, so. Ich bemühe mich jetzt mal ein bisschen mehr Münzen zu sammeln. Und natürlich auch die vorderen Plätze unsicher zu machen. Wo es damals bei Mario Kart Wii doch, glaube ich, besser war, wenn man ein bisschen weiter hinten war und dann am Schluss aufgeholt hatte. Aber ich glaube, das konnten trotzdem Ultra-Pros, konnten das trotzdem immer perfekt meistern. Oh Gott, nein! Oh, alter Schwede. Ihr seht, ich hab's einfach nicht drauf. Aber hey, dafür nochmal ein Stern. Und dafür ist Janis, wie auch immer, dran. Und Malte kriege ich leider nicht mehr. Oh, ich glaube, jetzt will jemand Drachen nehmen mit Feuerbällen. Ah. Ja, komm. Ah, da war gerade ein kleiner Leck. Komm, zack, 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 zack. Nein! Oh! Ey, das gibt's nicht. Jetzt auch noch ein Blitz. Oh, ich wusste, warum ich Mario Kart hasse. Oh, Mann. Ey, jetzt habe ich nur 2 Münzen. Ey, ich glaub's nicht. Und 7. Platz. Ich bin so schlecht. Außer die ballern mich extra, weil sie denken, haha, da ist Dennis. Und jetzt ballern wir den dann mal ab und so. Also, naja. Ist leider so, ne? Ey, ich hab nix drauf. Ich hab grad kein Skill. Unglaublich, ey. Oh nein! Ah. Naja, wenigstens 6. Platz, wenn das Rank. Oh, jawohl. Dankeschön, der vor mir war. So, wenn das jetzt stimmt. So, ich bin 6. Platz. Wow. Gucken, ob ein CPU vor mir war. Das wäre schon ziemlich bitter. Ja, Cooper war vor mir. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt 5. insgesamt jetzt hier in der Statistik. Boah, ich kann richtig stolz auf mich sein. Party hard. So. Jetzt gehen wir schon zur 3. Strecke. Was nehmen wir denn bloß? Die Königliche Rennpiste nehmen wir. Denn das war damals meine Lieblings... Piste. Ich glaube, das ist immer dazugekommen. Capcom, von N-Tower, kenne ich doch. Der hat Nitro XC und Red Crossy. Der Cap, der tut selber sein Wii U Gamepad zu Nintendo schicken zur Reparatur. Und dann gab es irgendwie Probleme mit der Code-Eingabe, weil es angeblich nur mit dem Wii U Gamepad geht. Ich hoffe, es ist er auch hier. Aber es ging wahrscheinlich auch mit dem Wii U Pro Controller, besonders mit anderen normalen herkömmlichen Controller. Cool, cool, dass du mitfährst. Das heißt, du bist jetzt hier auch bei Endshot vom Video drin. Wow. So, meine Lieblingspiste. Genau, das ist meine Lieblingspiste aus dem Nintendo 64 Teil. Damals, wo ich noch ein kleiner Junge war, hatte ich auch schon Nintendo 64 gehabt. Ich bin auch schon Nintendo-Fan eigentlich von klein auf. Ganz ruhig. Und ja, auf jeden Fall habe ich die Piste sehr gerne gezockt. Oh, besonders weil sie damals schon auf Nintendo 64 schon ziemlich hübsch designt wurde. Und man konnte natürlich ja auch zum Schloss quasi reinfahren. Ich muss zugeben, das ist natürlich auch super schön designt. Ey, das gibt's doch nicht. Ich muss sagen, ich hab's hier. Ja gut, man kann hier nicht ins Schloss fahren. Hab schon gedacht, man könnte es vielleicht. Denn ganz ehrlich, wie geil war es denn damals bei Mario Kart 64, im Schloss da vorbeizufahren? Alles war haargenau designt, das ist ein bisschen haargenau designt, wie Mario Kart 64. Super Mario 64, meinte ich. Also das war ja mal ultra genial. Ich würde mir echt wirklich einen HD-Port von Super Mario 64 wünschen. Vielleicht wegen auch mit Neuerungen, wie damals beim DS-Teil. Problem ist, es ist halt Super Mario 64 jetzt für die Virtual Console rausgekommen, für die Wii U. Ich meine, ist geil, werde ich mir holen, auch wenn ich schon 100 Mal hier rumliegen habe. Aber, ja. Aber wesentlich geiler ist eigentlich Donkey Kong 64. Das werde ich mir noch bald holen. Ich habe mir vielleicht sogar überlegt, ein größeres Video-Spezial dazu herauszubringen. Wer weiß, ein Let's Play. Naja, Let's Play vielleicht nicht, aber wenn das Interesse da ist, mache ich vielleicht auch ein Let's Play. Aber nur, wenn ihr jetzt alle schreit, ja, mach das. Aber ich glaube, das wollt ihr nicht. Bleibt ihr, ich will euch auch verschonen. Aber ich bin 3., 4. Shit. Ah, komm, der hatte keine Chance, ey. Ja, ey, das gibt's doch nicht. Ja, ey, jetzt. Ja, klar. Ey, ich habe mich schon so gefreut, dass ich 3. war und jetzt bin ich 3., ey. Das gibt's doch nicht.
Oh. Ey, wie soll ich das bitte schön aufholen? Ich merke schon, das geht nicht gut. Ach komm, ich bin ja dem Stern auch nicht mal ein bisschen schneller als die anderen. Schade, ich wollte noch den Österreicher hier treffen. Ach komm. Komm, dafür nochmal alles hier. Das gibt's. Nur 10. Und ist auf meiner Lieblingsstrecke. Shame on me. Shame on me. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Aber hey, dafür eine Gesamtstatistik noch 4. Bin stolz noch auf mich. Das muss man sagen. Ich guck nebenbei noch im Endtower-Chat hier rein. Also, man hat eine gute Anzahl eigentlich angesammelt. Und haben alle Spaß mit Mario Kart 8. Und wollen natürlich ein glücklicher Gewinner werden. Wer es natürlich geworden ist, könnt ihr jetzt auf Enter natürlich nachgucken. Gut. So, die Yoshi-Talfahrt. Auch vom Nintendo 64 Teil. Was cool fand bei Mario Kart 8 war besonders, dass viele Strecken aus Mario Kart 8 dabei waren. Mario Kart 64. Ich laber gerade auch im Dreck. So, einer fehlt. Ah, okay. Ah, wollte noch ein bisschen warten. Es wird ausgewählt. Ich muss sagen, die Yoshis Talfahrt. Oh, ist aber nicht gewonnen. Hat mir damals nicht so gut gefallen. Ich fand es eher nicht so. Weiß ich. War jetzt auch kein großer Fan davon. Und ja. Aber dafür haben wir jetzt hier eine andere schöne Strecke, ebenfalls vom Nintendo GameCube bekannt, vom Mario Kart Double Dash Teil. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. In Sachen Namen merken bin ich richtig schlecht. Also, ihr könnt es bei mir vergessen. Ich bin gerade so stolz, wenn ich ein paar Usernamen auswendig weiß. Tut mir echt leid, Leute, aber manchmal ist es halt leider so. So, ich würde sagen, muss beginnen, ne? Oh, schreit nach einem Absturz. Na komm. Ah, doch. Ah, ich glaube, die Mario Kart 8 Server sind wegen uns gerade total überlastet, weil gerade so viele dran teilnehmen. Wir werden im zweiten Video jetzt außerdem auch gleich nochmal nachgucken, im Zwischengang, inwiefern derzeit wie viel mitmachen. Beziehungsweise halt, ja, wir sehen dann halt generell, ja, von wegen, ja, wie viel wir jetzt teilgenommen haben, so. Ey, das ist manchmal echt schwer zu reden. Also zu spielen und zu reden. Also, ich meine, ich bin multitaskingfähig, aber manchmal verplappert man sich ja gerne. So, von mir ist Cap. Ah, er saust von mir weg. Ich glaube, der. Nein! Okay. Er ahnt schon die Konsequenzen, die er gleich ziehen muss, wenn er hinten. Ah, okay. Ich glaube, die Konsequenzen muss er noch ein bisschen warten, denn ich bin jetzt gerade 11. geworden. Also, oder 12. noch besser. Ganz, ganz schlecht wieder. Oh, das gibt's doch nicht. Also, viele fahren echt mit den Bikes hier. Und ja, ich meine, ich war Mario Kart Wii war ich ein Freund von den Bikes. Aber seit Mario Kart 8 fahre ich lieber wieder mit den normalen Karts. Das heißt nicht umsonst Mario Kart und ich Mario Bike. Na gut, so viele Charaktere oder verschiedene Charaktere wie derzeit da sind, kann man ja schon fast sagen, Nintendo Kart. Ey. Ey, ich krieg das so. Entschuldigung, Aggressionen. Ich brauche mal einen Blitz oder irgendwas Gutes, aber nicht einen Stern. Das bringt mir doch gar nichts. Oh, guck mal, er hat einen Stern, der kommt nicht so schnell voran. Oh, der kann zwar nicht anfahren, aber trotzdem. Oh, ey, das. Ey, so nervig, so nervig. Na, komm. Ich bin gerade so stolz auf mich, dass ich jetzt 8. wurde. Jetzt bin ich ja 9. Ja, hopp, jetzt mach doch mal welche kaputt da vorne. Kaputt. Komm. Boah, 7. wenigstens. 6. Nein, ich muss es behalten. Go away. Go away. Komm. Oh Gott, ich bin gerade echt. Jawohl. Jetzt auf Nummer sicher. Nein. Ja. Nein. Nein! Bin ich jetzt noch 4. geworden? Wie es da steht? Oh, ich bin 4. geworden. Naja, eigentlich wurde ich nicht 4., aber hey, nochmal Glück gehabt. Boah, ey. Oh, mein Herz.
Naja, das war close, das war so close. Gut. Oh, das war gerade aber echt nervend aufreibend. So, ist der neu? Oder mit Perwoll gewaschen? Freddy! Freddy und Daniel DP. Cool. So, Mario Kart Stadion. Eine der ersten Strecken, die ja gezeigt wurden, oder zumindest, ich glaube in der zweiten Ankündigung damals, wo halt nochmal mehr gezeigt wurde, wurde die Strecke ja mal ausführlich gezeigt. Ja. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was drankommt. Ah, okay. Diese Candy-Dingsbums. Süßigkeitsstrecke. Ah, links oben die Lebkuchen-Figürchen. Der im Tort ist besonders schön. Gut. 2, 1, 0. Los. So, okay. Dann beginnen wir mal. So, die erste Kurve muss ich erstmal überstehen. Am Anfang ist es halt besonders natürlich wichtig, mal schnell nach vorne zu kommen. Ah, Mann. Aber jetzt ein Leute, die mischen schon hier ordentlich auf. Ah, so, und Wasser. Es ist immer ganz cool, eigentlich. Ich finde es eigentlich richtig cool, Mario Kart 8. Es ist halt sehr abwechslungsreich. Einmal die Gravitation, dann natürlich ist halt Mario Kart 7 bekannt. Diese Flugleiter und dieses Unterwasser. Turbo-Dingsbums-Zeug und allgemein, Nintendo hat schon gefunden, jetzt viel Abwechslung in ihre Serie zu bringen. Das ist echt cool gemacht, besonders die Kleider, finde ich, waren echt eine super, ja, ich fand, es hatte schon ein bisschen was, so ein Mix aus Diddy Kong Racing. Also es klingt voll übertrieben, was ich jetzt sage, aber es hatte halt so alles dann so in einem vermischt. Und viele fanden ja Mario Kart 7 ja auch schon ein bisschen, weiß nicht, viele waren ja auch nicht gerade zufrieden wegen, mit dem Balancing. Ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht mal so schlimm. Ich fand Mario Kart 7 echt gut. Und Mario Kart 8 finde ich auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Weiterentwicklung. Weil der Mario Kart Wii Teil war echt, also viele haben den gelobt, aber ich fand ihn echt, also der war auf jeden Fall nicht balanciert. Also der war übel. Sonst, wenn die immer alle den gleichen Charakter genommen haben, immer die besten Zeiten oder so, also immer, ja, immer Erste wurden. Es wurde halt irgendwie langweilig. Ich meine, ich bin wirklich nicht der Beste, ja, aber ich kann Leute verstehen, die das üben und dann wirklich verdient Erster sind, ja, aber es gibt halt Methoden in manchen Spielen. Das gehört natürlich auch zum Skill dazu. Aber da wird es halt irgendwann auch unfair und das finde ich halt echt schade irgendwann. Und deshalb finde ich halt Mario Kart 8 jetzt, klar, es gibt dieses Firehopping. Ich meine, es ist selbst jedem überlassen, wie er es macht, ja. Aber ich finde halt mal trotzdem halt so die Chance, auch trotzdem mit allen mitzuhalten. Ich meine, ich war ja vor den letzten Strecken auch ziemlich weit hinten. Jetzt guck mal an, ich bin gerade Zweiter und es ist auch die letzte Strecke und ich bin, Runde, meinte ich, und bin Zweiter geworden. Also man hat wirklich immer eine Chance, finde ich. Aber wenn ihr eine andere Meinung sagt, könnt ihr ruhig im Kommentarbereich was schreiben. Oh, Cap wurde Dritter. Cool. It's Tommy ist derzeit Erster in unserer Gruppe mit 75 Punkten. Wer weiß, vielleicht ist er derzeit so einer der Favoriten im gesamten Mario Kart 8 Community. So, ich würde sagen, noch ein, zwei Strecken. Guck mal, wie lange die jetzt dauert. Nehmen wir mal Toads Hafen statt, die ist besonders schön. Und ich glaube, ein paar Leute sind gerade gegangen. Na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe gerade mich verzählt, egal. Ich glaube, da ist gerade einer rausgeflogen, oder? Ja, zwei Stück. Ja, zwei Stück sind gerade rausgeflogen. Na gut. Ist halt so. Wahrscheinlich Disconnect. Oh, einer meiner Lieblingsstrecken. Namen kann ich natürlich wieder nicht auswendig. Stormprol kenne ich auch. Entau-User. Der ist, glaube ich, schon seit... Also er ist auf jeden Fall schon länger in der Community dabei. Ich habe ihn, glaube ich, sogar auf anderen Webseiten mal gelesen, den Nickname. Auf anderen Nintendo-Fan-Webseiten. Ist auf jeden Fall mir bekannt, der Name. Hey, Stormprol. So, ich würde sagen... Das war dann auch, denke ich mal, die letzte Strecke, die ich jetzt hier mitfahre in der Gruppe. Denn dann wird ja noch ein zweites Video geben, wo ich dann eine andere Gruppe noch joinen werde. Und ja. Gut. Yep. So. Okay.
Ich muss ja wirklich gestehen, mir fehlt irgendwie letzte Zeit die Zeit, jetzt großartig immer mitzuspielen. Liegt halt daran, dass ich derzeit ein bisschen im Prüfungsstress bin. Nächsten Monat schreibe ich Prüfungen, dafür will ich natürlich auch gelernt werden. Und ansonsten ist halt schon ein bisschen schwerer, jetzt alles unter einem Hut zu kriegen. Besonders, weil ich noch eine Beziehung zu führen habe. Und das ist natürlich dann immer so ein bisschen, man will immer so ein gutes Gleichgewicht finden. Ah, die meisten Abkürzungen kenne ich jetzt zum Beispiel noch. Also die hier. Die muss ich halt noch einmal sehen. Shit. Oh. Am kurzen ist die Musik. So eine meiner Lieblingsstrecken von Mario Kart 8. Oh, ey. Oh, das gibt's doch nicht. Natürlich. Oh, mach ich's falsch. 10. ey. 10. Genau. Ja. Party hard. Ey, das gibt's doch nicht. Oh. Also, Leute. Ich bin auf jeden Fall kein würdiger Gegner. Ich bin ein... Ja, sagt man das gerne in der Gamersprache. Ich bin ein Noob. So. Stern nehmen und hopp. Ben, fahr, hopp, 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 hopp. 11. ey, das ist doch die letzte Runde. Oh, das gibt's doch nicht. Oh. Zack, zack, zack. Die letzte. Na gut, ich muss sagen, mein Ziel ist noch der 7. Platz. Obwohl eigentlich 8. sagen, jetzt habe ich, wo ich die Kanone bekommen habe. Ah, gut, kann knapp werden. Auf jeden Fall will ich den 9. Platz behalten. Das wäre mein... Das ist mein Lebenstraum jetzt. Na, komm. Komm. Ja, 7. Nein, 8. Nein. Aber gut, dafür noch ein Platz besser. Aber schade. Schade. Gut. Ich würde sagen, das war jetzt für das erste Video zum Mario Kart 8 Abend am 9. April. Das war jetzt die eine Gruppe, die ich beigetreten bin und als kommentiert habe. Und ich würde jetzt sagen, ich verlasse die Gruppe jetzt und wir hören uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann!